Mein Name ist Jens Wehner. Ich komme vom Militärhistorischen Museum der Bundeswehr und wurde von Ralf Ratz gebeten, heute einen Vortrag zu halten zum sowjetischen Panzerdesaster 1941. Das, was Sie auf dem Bild sehen, ist ein abgeschossener sowjetischer KW-1-Panzer aus dem Sommer 1941. Das Bild hat ein deutscher Soldat angefertigt und in sein Fotoalbum geklebt. Und das ist der erste Grund, wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen. Das sind zum einen die Bilder deutscher Soldaten. Ich verwalte bei uns im Museum die Fotografie und da sieht man, dass also die deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg sehr viele abgeschossene sowjetische Panzer 1941 fotografiert haben. Das erklärt sich dann aus der offiziellen Zahlenangabe, dass innerhalb von 18 Tagen 11.700 sowjetische Panzer verloren gegangen sind. Also eine enorme Zahl, bis zum Jahresende dann sogar 20.500. Und in Russland ist das natürlich heute noch ein großes Thema. Ich habe da mal Ihnen einen Buchtitel mitgebracht, der sehr polemisch ist. Das Panzerpogrom, Sie sehen da einen Stalin, der so eine Art Luftpanzer aufpumpt. Dieser Autor, wurde ich noch mal extra darauf hingewiesen, ist einer der unseriöseren, aber Sie sehen, mir geht es jetzt auch weniger darum, diesen Autor zu zitieren, als Ihnen einfach zu zeigen, dass dieses Thema natürlich in Russland sehr emotional auch diskutiert wird und da auch sehr viel Literatur zu erscheint. Also damit wird sich beschäftigt in Russland, auch wenn wir das vielleicht hier in Deutschland so in der Form gar nicht mitkriegen. Und die Frage, die ich jetzt mir gestellt habe, ist, warum haben die eigentlich so viele Panzer verloren? Warum haben sie zum Beispiel nicht die Wehrmacht beim Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 abgewehrt? Da sie ja offensichtlich sehr viele Panzer hatten, die Rote Armee. Und habe mir da verschiedene Kategorien rausgesucht, wie zum Beispiel Zahl, Technik, Taktik, Operationsführung, Logistik, Ausbildung oder ist sogar die stalinistische Ideologie irgendwie verantwortlich, dass da irgendwelche Denkmodelle bei den Leuten vorgeherrscht haben. Das ist also das, was ich im Folgenden thematisieren möchte. Und das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist eigentlich nur ein Streifzug und keine komplette Analyse, weil das Thema ist natürlich wirklich so komplex, dass man nicht alles ausführlich jetzt betrachten kann in der kurzen Zeit. Ganz grundsätzlich beim Überfall auf die Sowjetunion, das sind die Zahlenverhältnisse laut einem der führenden Experten zur deutsch-sowjetischen Front, Colonel Clance von der amerikanischen Armee. Und die Zahlen schwanken immer so ein bisschen, aber man kann doch sehen, dass die Wehrmacht im Bereich der schweren Waffen, also Panzer und Flugzeuge, unterlegen war. Dagegen die Motorisierung und Mobilisierung besser war, vor allen Dingen im Bereich der Kfz und auch die Mannstärke überlegen war. Bei den Panzern sieht das konkrete Zahlenverhältnis so aus. Das ist ein Stück komplexer, weil wir einen großen Typenmix haben. Ich habe mal versucht, drei Kategorien zu bilden, schwere Panzer, mittlere Panzer, leichte Panzer. Man sieht, dass im Prinzip die Rote Armee im Bereich der schweren Panzer drastisch überlegen ist. Da hat die Wehrmacht einfach gar keine besessen. Sie ist auch überlegen im Bereich der leichten Panzer im Verhältnis 1:8. Allein 17.000 BT-Panzer und T26-Panzer. Und im Bereich der mittleren Panzer, da ist das Verhältnis dann zugunsten der Wehrmacht. Der neue T-34 war noch nicht in den Stückzahlen vorhanden, wie die Wehrmacht Panzer III und Panzer IV besessen hat. Aber insgesamt muss man sagen, zahlenmäßig eindeutig eine Überlegenheit auf Seiten der Roten Armee. Die Panzertruppe der Roten Armee war in sogenannte mechanisierte Korps gegliedert. Sollstärke 32.000 Panzer. Bei den Panzern selber waren 53% vorhanden, das heißt also 47% fehl. Viel größere Fehlstellen hatten wir allerdings bei den Fahrzeugen, bei den Traktoren und besonders bei der Reparatur, also bei Instandsetzungseinheiten, die Panzer warten und instandsetzen sollten. Dann auch noch bei Kratz, also Motorrädern, die waren vor allen Dingen für Verbindungs- und Aufklärungsaufgaben zuständig. Also man sieht, die mechanisierten Korps waren in keiner Weise aufgefüllt und wiesen viele Defizite auf. Dann habe ich mir das Technikpotenzial angeguckt, das heißt also, welche Panzertypen waren vorhanden und wie sind deren technische Eigenschaften einzuschätzen. Wenn Sie den Vortrag von Rolf Hilmes schon gesehen haben oder noch sehen werden,
wissen Sie natürlich, dass ein Panzer ein sehr komplexes System ist, das man in sehr vielen Eigenschaften untersuchen kann. Ich habe mir aus der heiligen Panzertrias, also Mobilität, Feuerkraft und Panzerschutz, einfach mal drei wichtigere Werte rausgepickt und habe die in Beziehung zueinander gesetzt. Und dann sieht man, dass die Rote Armee den Panzer mit der größten Panzerstärke hatte, nämlich den KW-2. Sie hatte auch den Panzer mit der größten Durchschlagskraft, ebenfalls KW- oder T-34-Panzer. Und sie hatte auch den mobilsten Panzer, der BT-7. Der war sehr leicht, hatte aber eben einen 500 PS Motor und damit das beste Leistungsgewicht. Die deutschen Panzer liegen hier allesamt im Mittelfeld, kann man sagen. Das Problem an der sowjetischen Panzertechnik war, dass die Trias-Werte, also Panzerung, Feuerkraft und Mobilität, auch wenn diese Werte nicht allzu schlecht waren, haperte es an der Umsetzung. Das heißt, es fehlte vieles, womit die Besatzung im wörtlichen Sinne ihre PS auf die Straße gekriegt hat. Zum Beispiel die sowjetische Getriebetechnik war sehr anfällig und unzureichend. Es gab also Panzer, bei denen musste man die hohen Gänge mit dem Hammer einschlagen. Und das Gleiche kann man sagen für andere Techniken, die wichtig sind, wie Kommunikation, Optik oder Ergonomie. Und das führt dazu, dass, wenn Sie sich den unteren und den obersten Pfeil angucken, das ist also das, was man auf dem Papier sieht. So schlagkräftig ist der Panzer, wenn Sie quasi den Quartettkartenvergleich machen. Wenn Sie aber schauen, was ist davon umsetzbar, sieht man, dass die sowjetischen Panzer insgesamt unterlegen waren. Das heißt, wenn Sie dann gucken, wie ist eben das Getriebe oder wie sehen die Optiken dieses Panzers aus, bleibt halt der Schluss zu, dass sie technisch eigentlich unterlegen waren. Ja, und trotzdem waren die schweren großen Panzer für die Wehrmacht eine Überraschung. Einfach aus dem Grund, dass die Wehrmacht nichts über die neuen Panzer KW und T-34 wusste. Und das führt dann dazu, dass einzelne Panzer manchmal eine ganze Division aufgehalten haben, wie zum Beispiel ein KW-Panzer, der also am 24. Juni die 6. Panzerdivision aufgehalten hat. Da sind dann die Deutschen mit Panzern mit 8,8 cm Flakgeschützen und mit Pionieren, die Sprengsätze angebracht haben, vorgegangen und haben den dann nach langem zähem Kampf besiegt. Ebenfalls an diesem Tag haben KW-Panzer die 6. Panzerdivision angegriffen. Der Kompaniechef, der deutsche Panzerkompaniechef, ist weggerannt. Ein Offizier ging zum Panzergruppenchef General Höppner und hat gesagt, es sei alles verloren. Und es gab da auf Seiten der Wehrmacht tatsächlich Panikerscheinungen. Also die schweren sowjetischen Kampfpanzer, insbesondere die KW-Kampfpanzer, waren schon eine Überraschung. Aber in den folgenden Tagen hat man dann gelernt, wie man diese sowjetischen Panzer bekämpft. Das heißt also, die deutsche Seite fing dann an, spezielle Taktiken zu entwickeln, die erfolgreich waren. Und um mal eine Vorstellung zu geben, wie so ein Gefecht abgelaufen ist, das ist im Baltikum, 25. Juni. Die sowjetischen KW-Panzer haben die Stellungen des deutschen Panzerregiments 1 angegriffen. Die Deutschen waren in der Verteidigung und haben auf ungefähr 800 Meter das Feuer eröffnet. Und es passierte aber, alle Geschosse prallten ab. Und die sowjetischen Panzer wiederum, die über keinen Funk verfügten und auch sehr strikt auf ihre Befehle eingeschworen waren, nämlich auf ein bestimmtes Ziel, was sie zu erreichen hatten, sind einfach durch die deutschen Linien durchgefahren. Die haben also die deutschen Panzer nicht vernichtet, sondern sind einfach durchgefahren. Was haben die deutschen Panzer gemacht? Sie haben gewendet und haben dann die sowjetischen Panzer auf sehr geringen Entfernungen mit sogenannter Rotkäppchenmunition, das ist also speziell gehärtete Munition, die, von denen es nur wenige Stück gab, vernichtet, haben die sowjetischen Panzer vernichtet. Anderes Beispiel bei Grodno, das 6. mechanisierte Korps der Roten Armee. Das war ein sehr starkes Korps, hat einen Angriff gefahren auf die 256. Infanteriedivision und dabei wurden 67 Panzer, sowjetische Panzer, vernichtet. Und auch hier sieht man wieder, dass die Technik gar nicht so die Rolle spielt, denn 20 Panzer wurden von Sturmartillerie vernichtet. Das sind damals Sturmgeschütz 3 mit der kurzen 7,5 cm Kanone. Und diese Sturmgeschütz 3 Besatzungen haben die sowjetischen Panzer einfach ausmanövriert und von der Seite beschossen, Ketten beschossen, sie manövrierunfähig geschossen und dann vernichtet oder von anderen Waffen vernichten lassen.
Ja, wir sehen also, diese wettische Taktik war sehr unzureichend. Sie hat also nicht die Vorteile der stärkeren Panzer ausspielen können in vielen Stellen. Das gleiche Problem haben wir mit der Logistik. Es fehlte eigentlich an fast allem, was besonders die neuen Panzer brauchten. Das heißt, Munition 7,62 cm für T-34 oder KW war kaum vorhanden. Es gab also Panzer, die ohne Kanonengranaten in den Kampf gefahren sind. Es gab für die schweren KW-2-Panzer kaum Munition. Viele neuere sowjetische Panzertypen besaßen Dieselmotoren, aber der Diesel dafür stand nicht bereit. Das heißt also, die konnten dann nicht adäquat betankt werden. Und es herrschte generell für alle Panzertypen ein enormer Ersatzteilmangel. Das war besonders ein Problem für die alten Panzer, denn viele von denen waren einfach verschlissen. 44% brauchten eine Großüberholung, 29% eine mittlere Überholung. Und bei den leichteren Panzern T26 oder BT waren 60-80% älter als 5 Jahre und damit eigentlich älter als alles, was auf deutscher Seite fuhr. Also diese Panzer waren einfach verschlissen, weil auf deutscher Seite galt zum Beispiel der Panzer 35T schon als verschlissen. Also der galt eigentlich schon nicht nur jetzt technisch veraltet im Sinne seiner Kanone, sondern die Nutzungsdauer war eigentlich abgelaufen. Und es fiel halt der Roten Armee auch sehr schwer, kaputtgegangene Panzer wieder zu reparieren. Wie schon gesagt, Ersatzteilproduktion war ausgelaufen, Ersatzteilmangel herrschte. Es gab eine große Typen- und Versionsvielfalt. Und selbst wenn etwas repariert wurde, war nicht gesagt, dass die Panzer dann wieder funktioniert haben. Gibt es also auch Beispiele davon. Weiteres Problem auf sowjetischer Seite, die Ausbildung. Die 21 mechanisierten Korps bestanden erst kurz und kein Kommandeur eines mechanisierten Korps befand sich länger als ein Jahr auf diesem Posten. Die Erfahrung dieser Kommandeure war unterschiedlich. Es gab sehr Kommandeure mit großen Erfahrungen, wie zum Beispiel Krivoshein, der im Spanischen Bürgerkrieg schon Panzer kommandiert hatte auf republikanischer Seite. Und dann gab es den Petrov als Gegenbeispiel, der eine 4-Klassen-Schulausbildung besaß und keinerlei höhere militärische Ausbildung besessen hat. Viele Offiziere fehlten, für den T-34 fehlten allein 800 Zugführer, die wären wohl im Spätsommer 41 fertig gewesen. Und für 900 T-34 standen nur 150 ausgebildete Besatzungen zur Verfügung. Ja, und wenn man jetzt ein bisschen den größeren Rahmen zieht und mal guckt, was hat die politische Führung eigentlich entschieden, wie kommt es überhaupt zu diesen Panzermassen, dann stellt sich heraus, dass im Prinzip der sowjetische Fünfjahresplan dafür verantwortlich ist, der natürlich von Stalin im Wesentlichen mitgeprägt wurde. Und darin wurde beschlossen, bis 1938 40.000 Panzer zu produzieren. Also eine enorme Zahl, das ist also mehr als Deutschland im Zweiten Weltkrieg an Kampfpanzern produziert hat. Und das in dem vollen Bewusstsein, dass die größte Panzerstreitmacht der damaligen Zeit in Frankreich nur 3.500 Panzer besessen hat. Die Ausführung ließ dann sehr zu wünschen übrig. Es gab schlampige Produktion. Es wurde auch sehr handwerklich zum Teil gearbeitet mit Amboss und Eisenstangen. Die Qualität der Zulieferwerke war sehr schlecht, also die vielen Teile, die sie in einem Panzer brauchen, wie zum Beispiel Kugellager, wiesen eine ungenügende Qualität auf. Es gab keine ausreichende Logistik, keine ausreichende Reparatur. Und es gab einfach zu viele Verbände und Soldaten für zu wenig Panzer und vor allen Dingen zu wenig betriebsfähige Panzer. Das führte zu Problemen in der Ausbildung. Das erklärt also auch teilweise die mangelnde Ausbildung. Es waren also im Jahr 36 pro Panzer 25 Stunden Betriebszeit vorgesehen. Also jeder Panzer durfte im Schnitt nur 25 Stunden pro Jahr fahren. Und davon waren noch 10 Stunden für die Paraden vorgesehen. Das heißt also, im Prinzip hat die Besatzung 15 Stunden im Jahr in einem betriebsfähigen Panzer üben können. Ja, dazu kamen noch ein paar spezifische stalinistische Maßnahmen, sage ich jetzt mal, wie die großen Verfolgungen des Jahres 1937-38, wo große Teile des Kommandeurkorps der Roten Armee erschossen wurden oder umgebracht wurden und wenn sie überlebten, dann meistens in Lagern.
Das hat eine große Verunsicherung unter den sowjetischen Kommandeuren hervorgerufen. Und 1939-40 im finnischen Winterkrieg, also die Sowjetunion hat 1939 Finnland angegriffen, zeigte sich das dann negativ. Die Rote Armee kämpfte sehr ineffizient, auch die Panzertruppe, und wies große Mängel auf und erlitt schwerste Verluste. Stalin wütete dann auch gegen die eigenen Leute. Von unseren Kommandeuren sind 40% Schlappschwänze. Also der gab natürlich den Kommandeuren dann auch die Schuld. Trotzdem wurden Verbesserungsmaßnahmen im Jahr 1940 eingeleitet. Man versuchte, die Eigeninitiative der Kommandeure wieder zu stärken. Man hat die Rolle der politischen Offiziere, der sogenannten Kommissare, versucht zurückzufahren und die Individualverantwortung der Kommandeure zu stärken. Insgesamt haben diese Maßnahmen sich aber für den Kriegsbeginn Juni 1941 nicht mehr groß ausgewirkt. Ja, und das war dann die Panzersituation bei Kriegsbeginn. Man sieht links die Stärken der vier großen deutschen Panzergruppen und dann sieht man so die wichtigsten Panzerkonzentrationen auf sowjetischer Seite. Für den Kiewer Militärbezirk zum Beispiel gab es 4.525 Panzer, das war die stärkste Gruppierung. Man darf aber nicht vergessen, ein Großteil der sowjetischen Panzer befand sich nicht an der Westfront, sondern über das ganze Land verteilt. Zum Beispiel gegen Japan allein waren 6.000 Panzer stationiert, weil es gab ja den japanisch-sowjetischen Krieg 1939. Und von sowjetischer Seite rechnete man jederzeit mit einer Wiederaufnahme der Kämpfe. Ebenso befürchtete die sowjetische Seite, dass die Türkei in die Kämpfe eingreifen könnte. Deswegen waren dort 1.300 Panzer allein stationiert im Südkaukasus. Ja, ein weiteres Defizit der sowjetischen Seite war die Operationsführung. Ich habe das hier mal so schematisch für die Heeresgruppe Mitte aufgezeigt. Wir haben hier das 14. mechanisierte Korps. Da haben wir die Probleme, wie sie teilweise schon genannt wurden. Teilweise Offiziersmangel, die Masse frischer Absolventen, also ohne jede Erfahrung. Das Material T-26, also veraltete Panzer, die auch verschlissen sind. Die Artillerie besitzt teilweise keine Zugmittel. Die Mannschaften sind so gut wie nicht ausgebildet, stammen aus verschiedenen Ethnien der Sowjetunion und sprechen längst nicht alle Russisch, sodass sie sich auch nur schwer untereinander verständigen konnten. Diese Verbände waren dann natürlich im Gefecht schwer führbar. Und unten haben wir dann die sehr gut ausgebildete, sehr erfahrene Panzergruppe 2 unter General Guderian. Und so sah dann der Angriff ungefähr aus. Also das ist nur schematisch, ne? Das ist nie maßstäblich. Richtung Minsk, da stürmen also 5 Panzerdivisionen Richtung Minsk. Und das 14. mechanisierte Korps, das wird einfach überrollt. Und die anderen mechanisierten Korps, ich sage jetzt mal, unternehmen relativ erratische Gegenangriffe. Das sind also keine konzertierten Aktionen, wie das eigentlich notwendig gewesen wäre bei so einem gefährlichen deutschen Panzervorstoß, sondern jeder greift an seiner Front an, wird also zum Teil von der Panzertruppe, aber hauptsächlich von den Infanteriearmeen abgeschossen, wie zum Beispiel von einem Korps, was ich vorhin schon zitiert hatte, 256. Infanteriedivision, die also an einem Tag allein 67 sowjetische Panzer vernichtet hat. Also die reiben sich in diesen Angriffen auf und von oben, also von Norden, kommt dann die Panzergruppe 3 und diese beiden Panzergruppen bilden quasi die Kesselwände, die dann zu dem Kessel von Bialystok-Minsk führen. Und das war ja eine der großen militärischen Katastrophen der Roten Armee im Sommer 1941. 400.000 Soldaten, knapp 5.000 Panzer sind da verloren gegangen. Und den Unterschied im operativen Denken sieht man auch in Zitaten jener Zeit oder die für diese Zeit relevant sind. Seit jeher dieses Bewegungskriegsdenken, währenddessen man auf sowjetischer Seite erst im Sommer 1941 eigentlich lernt, wie wichtig Bewegung für den Panzerkrieg ist. Also ich habe da das Zitat von dem sowjetischen Kommandeur, der eben sagt, jetzt habe ich verstanden, wie die Deutschen kämpfen mit sehr viel Bewegung, mit sehr viel Schnelligkeit, das müssten wir eigentlich übernehmen. Ja, und nun ist es so, dass zum Beispiel am Beispiel des 6. mechanisierten Korps, das war eins der stärkeren sowjetischen Korps, sieht man dann auch, wie sich diese Mängel, diese logistischen Mängel, diese operativen Mängel, diese taktischen Mängel in der Panzerzahl ausgewirkt haben. Das
Korps befand also, hatte, das Korps besaß am 22. Juni 1941 1031 Panzer. Allein auf dem Marsch am ersten Tag hat das Korps über ein Viertel seiner Panzer verloren. Die sind also am Straßenrand stehen geblieben. Getriebeschäden sind vor allen Dingen häufig, wie gesagt, Ersatzteilmangel, schlecht gewartete Fahrzeuge und so weiter und so fort. Es gab dann einen weiteren Marsch, da sind die Verluste nicht klar, aber man muss davon ausgehen, dass es weitere gab. Dann hatte das Korps schwere Ausfälle durch Luftangriffe auf Stäbe und Logistik. Also die deutsche Luftwaffe besaß die Luftherrschaft und hat das eben gezielt genutzt gegen die, ich sage jetzt mal, weichen Teile, wichtigen Teile von so einem mechanisierten Korps vorzugehen, wie zum Beispiel einem Stab. Und wenn der Stab ausfällt, kann natürlich ein Panzerangriff viel schlechter koordiniert werden. Und dann war natürlich die Logistik zu schwach und wurde durch die weiteren Märsche noch weiter überdehnt. Und dann kam es erst zu diesem Angriff auf das 256. Infanteriedivision vom 24. Juni 1941, wo dann diese 67 Panzer, die ich schon angeführt hatte, abgeschossen wurden. Und man sieht das auch beim 8. Mechanisierten Korps als Beispiel, dass eben sehr viele Panzer gar nicht erst losgefahren sind. Wenn Sie sehen, 76 Panzer wurden im Quartier gelassen, also die sind gar nicht bewegt worden. Und auf dem Weg wurden weitere 122 Panzer aufgegeben. Also das sind enorme Verluste allein durch den Marsch. Und das finden Sie dann auch in den Bildern der deutschen Soldaten. Ich habe da mal zwei angeführt, wo man also sieht, wie ganze sowjetische Kolonnen einfach aufgegeben wurden. Treibstoffmangel, Munitionsmangel, Reparaturprobleme etc. Gut lässt sich das zeigen anhand der 58 T-35 Panzer. Das waren diese schweren dreitürmigen Panzer, davon gab es nur rund 50 Stück. Ich glaube 61 wurden überhaupt nur gebaut. Und die waren im Süden bei Lemberg stationiert. Und den ihr Weg ging ungefähr so, die fuhren bei Lemberg los Richtung Dubno. Da hat ja Roman Töppels letzte Mal Vortrag gehalten. Bei Dubno gab es dann die Schlacht und danach zogen sie sich zurück Richtung Südukraine. Und das sind die Verluste der T-35 auf dem Weg nach Dubno. Und die blauen Verluste sind Verluste aufgrund von Nichtkampfschäden, also auf gut Deutsch Reparaturen, Pannen. Ja, und da sehen Sie, also die sind losgefahren und haben gleich am Anfang eine Menge Panzer verloren. Dann haben sie tatsächlich mal im Kampf ein paar Panzer verloren und auf dem Rückweg haben sie dann noch ein paar verloren. Wenn das Quadrat nicht ausgefüllt ist, oder das Rechteck besser gesagt, wenn das nicht ausgefüllt ist, heißt das, hier ist die Lokation des Verlustes nicht klar. Also wir wissen nicht ganz genau, wo das passiert ist, aber es existiert eben noch das original russische Dokument, was zeigt, aus welchem Grund jeder T-35 verloren gegangen ist. Und ich würde mal so schätzen, mindestens die Hälfte der Ausfälle sind Getriebeschäden, also wo einfach das Getriebe oder die Kupplung oder sowas kaputt gegangen ist. Also Kraftübertragungsschäden. Ja, und das sind dann die Verluste bis zum 9.7. sehen Sie, also die Masse ist verloren gegangen. Und davon die wenigsten im Kampf. Das war natürlich niederschmetternd, gerade für die T-35, weil um den T-35 hat man eine relativ umfangreiche Propaganda gemacht. Ich habe da zwei Beispiele mitgebracht. Also da haben Sie links ein sowjetisches Propagandaplakat und rechts eine sowjetische Medaille, wo also der T-35 vorne drauf abgebildet ist. Und man hat das dann genutzt. Hier sehen Sie eine Gruppe Menschen, die an einem Wrack von dem T-35 stehen und die haben eine Flagge und nach allem, was man aus diesem Foto interpretieren kann, wo es stattgefunden hat und so weiter, muss man schließen, das sind ukrainische Nationalisten. Das waren Ukrainer, die sich Hoffnung gemacht hatten, dass Hitler ihnen die Befreiung bringt, die Unabhängigkeit der Ukraine, ein schwerwiegender Irrtum natürlich. Aber die hatten eben die Hoffnung, dass mit dem Bruch der Sowjetmacht für sie eine bessere Zeit anbricht. Und die haben sich also sehr gefreut über diese sowjetischen Panzerverluste, das sieht man auch hier an diesem abgeschossenen KW-2, wo jemand ein Plakat angebracht hat, da steht Heil Hitler und darunter steht Ruhm der Ukraine, also dass es auch von diesen Nationalisten angefertigt wurden. Und dieser Panzer taucht dann auch in der deutschen Wochenschau auf, da hat man allerdings das Plakat entfernt, da ist es nicht zu sehen. Das hatte man also von nationalsozialistischer Seite kein Interesse, dass das jetzt dafür benutzt wird. Aber dieser Panzer taucht sehr häufig auf in deutschen Fotoalben von Soldaten oder in Fotosammlungen, wo
weil der an einer prominenten Vormarschstraße stand. Ne? Und jeder, der vorbeigekommen ist, hatte so einen Panzertyp noch nie gesehen und hat erst mal ein Foto geschossen. Ja, die Verluste waren natürlich heftig bei den Kämpfen. Das sind zwei Fotos aus der Ukraine bei Dubno, die von einem deutschen Soldaten aufgenommen wurden. Ja, der Beschanow, den ich am Anfang kurz erwähnt hatte, der hat hier die offizielle Zahl übernommen. Das heißt, das ist relativ unstrittig. Das ist ja schon ein sehr polemischer Autor. Ungefähr 12.000 Panzer, wie gesagt, in 18 Tagen. Die verteilen sich über die Fronten wie folgt. Da gibt es so ein paar Schwankungen, aber insgesamt ist das relativ klar. Die Verluste der Wehrmacht waren bezüglich der Menschen auch sehr hoch. Sie waren also deutlich höher als im Frankreich-Feldzug, also der Eroberung Westeuropas durch die Wehrmacht. Die Panzerverluste sind leicht gestiegen, gerade wenn man das Afrikakorps noch rausrechnet, so genau konnte ich das jetzt nicht definieren, sind sie ungefähr gleich geblieben oder leicht gestiegen. Sodass man in der Summe sagen muss, auf dem Papier war die sowjetische Panzertruppe im Jahr 1941 deutlich stärker. Man sieht also größere Zahl, zum Teil schwerere Panzer und so weiter und so fort. Aber wir haben eben gesehen, die Logistik wies schwerwiegendste Mängel auf, die Ausbildung wies schwerwiegendste Mängel auf, die Operationsführung wies schwerwiegendste Mängel auf, die Taktik wies schwerwiegendste Mängel auf und die Technik ist eigentlich das geringste Problem der Roten Armee im Jahr 41, denn die besaßen ja immerhin Panzer, die zum Teil ein Stück stärker waren als die Deutschen, da könnte man vielleicht noch einen Kompromiss sagen und die Zahl war natürlich auch überlegen. Aber die anderen Faktoren, die militärischen Faktoren, die für die Kampfkraft einer Panzertruppe sehr wichtig waren, die waren eben bei der Wehrmacht besser. Und deswegen hat die Wehrmacht-Panzertruppe im Jahr 41 gewonnen. Das kann man eigentlich schon fast für den ganzen Krieg sagen, dass die Panzertruppe der Wehrmacht natürlich relativ effizient war. Das heißt also, sie hat für wenig Einsatz viele feindliche Panzer vernichtet, besonders an der deutsch-sowjetischen Front. Aber es fehlte ihr die Effektivität. Was heißt das? Es gab einfach nicht genug Wehrmachtspanzer. Und man kann durchaus diskutieren, war die Wehrmacht so effizient, weil sie wenig effektiv war. Das heißt also, wenn sie sehr viel investieren in Technik und Ausbildung, bleibt natürlich weniger Ressource übrig, um eine große Zahl zu errichten. Es geht also immer um das optimale Maß zwischen Qualität und Quantität. Und der stalinistische Fünfjahresplan, 40.000 Panzer zu bauen, war natürlich völlig übertrieben, aber auf der anderen Seite hat es die Sowjetunion darauf vorbereitet, diese riesigen Panzerzahlen zu fertigen, die dann im Zweiten Weltkrieg für den Sieg notwendig waren. Deswegen kann man auch sehen, wie sozusagen in dem deutschen Sieg trotzdem einige Probleme sichtbar wurden, die dann letztlich auch zur deutschen Niederlage geführt haben. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.